Hätten wir was ganz anderes, wenn wir uns mal ein altes russisches U-Boot anschauen. Reingehen in die Höhle. Und die geht gleich tiefer ab. Dunkel und laut hier drinnen. Steht noch ein alter Genosse. Die Kamera sieht man das, aber ich sehe den gar nicht richtig. Jetzt kommt schon die erste Herausforderung. Hier muss ich durch. Hier sitzt noch ein paar Matrosen hinter Gitter. Da sind die Gänge hier. Laut, dunkel und laut. Könnt ihr noch mal sehen, wie die hier durchkriechen? Ich gleich mal gucken, ob hier Leute durchkommen. Ja, so ein kleiner Raum hier, sieht aus wie so eine Funkzentrale. Diese schönen Armaturen. Unmengen von Kabel sind hier verarbeitet. Diese simple Technik hier. Wahnsinn. Wieder so eine kleine Kammer hier. So, halte ich das mal an hier. Die ganzen Ventile hier. Wahnsinn, wie die alle glänzen. Da weiß man, was die hier gedreht haben dran. Bei jedem Tauchgang. Oh, jetzt sind mal meinen Finger zu sehen. Toll. Und das kennt wohl jeder aus diversen Filmen. Periskop. Wurde dann durchgeschaut, was an der Wasseroberfläche passiert. Dann gehen gleich noch zum Kommandoraum. Jetzt durch so einen Shot. Kleine Ruhe-Ecke hier. Oder war es mal die Offiziersmesse? Mami? Hier geht hoch. Stille Örtchen. Nee.
Hier, der ist schon weg. Den haben wir schon verschossen. Da hast du hier unten auch noch einen. Ja, immer da, wo die gelben Löcher sind, da sind die dann auf dem Schiff ausgegangen. Sie Telefon? Ist ein Telefonbock. Torpedoraum. Mach langsam. Mama? Ja. Und siehst du das Torpedo? Das macht doch jetzt auf der Hand. Da an der Brücke hinten bin ich erst durchgegangen. Das ganze Schiff. Ganz schön lang das Teil. Aber was ich hier nicht gefunden habe, sind Kojen. Wahrscheinlich haben die hier entstehen geschlafen drin. Das war der Rundgang auf U461.